Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video sprechen wir über die erneute Kandidatur von Alexander Van der Bellen als Bundespräsident von Österreich. Bleibt dran! Der amtierende österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen gab bekannt, dass er sich zur kommenden Bundespräsidentenwahl im Herbst erneut aufstellen lassen wird und kandidieren wird. Und dies nach einer für mich sehr erfolgreichen ersten Amtszeit. Insofern ist es spannend und, wie ich es finde, auch gut, dass er sich zu einer Wiederwahl stellt. Denn ein guter Politiker, ein großer Politiker zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass er eine gute Figur bei Interviews und vor der Kamera abgibt, sondern auch in Krisenzeiten Zuversicht, Hoffnung und einen klaren Weg für die Gesellschaft und die Politik in einem Land vorgibt. Und dies hat für mich bei Alexander Van der Bellen sehr gut funktioniert, auch wenn ich bei seiner ersten Kandidatur nicht für ihn gestimmt hätte im ersten Moment, beziehungsweise auch nicht habe. Für mich war damals der Favorit nicht unbedingt bei Alexander Van der Bellen zu sehen. Lag daran, dass ich ihn falsch eingeschätzt habe. Lag daran, da er in einem oder zwei Interviews aus dem Stegreif ein oder zwei Kommentare abgegeben hat, die ich nicht unbedingt geteilt habe, beziehungsweise nicht teilen würde. Jedoch hat sich gezeigt, dass seine Taten meiner Annahme komplett widersprochen haben. Sein Führungsstil, seine Krisenresistenz hat mich sehr beeindruckt. Ich war ja bei der ersten Wahl, wo auch Irmgard Rispasser zur Wahl stand, für sie und nicht für Alexander Van der Bellen. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich wäre auf keinem guten Weg gewesen. Ich glaube, es war die absolut richtige Entscheidung, dass Alexander Van der Bellen der Bundespräsident Österreichs wird. Und die Krisen in den letzten Jahren, die Auswirkungen der Flüchtlingskrise, die Corona-Krise, die Ibiza-Affäre, der Ukraine-Krieg, waren Situationen und Ereignisse, einschneidende Ereignisse, in welchen Alexander Van der Bellen mehrmals bewiesen hat, dass er in seiner gedanklichen Ausrichtung, in seiner Wortwahl und in seinem Charme, welchen er ausstrahlt, für Österreich entscheidet, für die Gesellschaft des Landes, für die Zukunft der Nation. Und in diese Art und Weise, wie er es macht, wie er auch in schweren Zeiten ruhig bleibt, wie er sich von Skandalen fernhält, beziehungsweise seine für das Amt so notwendige Neutralität, politische Neutralität bewahrt, ist sehr beeindruckend und sehr hilfreich für eine konstruktive diplomatische Atmosphäre. Wenn wir über die Neutralität Österreichs sprechen, schaut euch mein Video genau zu diesem Thema doch einfach einmal an. Ich verlinke es euch oben in die Endcard. Kommen wir zurück zu Alexander Van der Bellen und seine Wiederwahl. Ich sehe auch keinen zu großen Konkurrenten für Alexander Van der Bellen in der derzeitigen politischen Landschaft Österreichs. Gott sei Dank hat sich dieses parteipolitische Gehickhack, wir sind eine rote Partei und sind kategorisch gegen das, was eine schwarze Partei beschließt. Wir sind eine grüne Partei und
sind kategorisch gegen alles, hat sich ja in den letzten Jahren Gott sei Dank gelegt. Auch wenn wir hier auf dieser Ebene auch wieder den einen oder anderen, naja, nicht unbedingt Skandal, aber schwerwiegende Ereignisse wie den Rücktritt von ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu verschmerzen hatten. Aber auch hier, genauso wie in der Ibiza-Affäre, war Alexander Van der Bellen als Bundespräsident neutral und sachlich. Er hat jede Partei für sich genommen, genau gleichermaßen unterstützt und seine Ansprüche an alle Parteien gestellt. Auch wenn die eine oder andere sie mehr oder weniger erfüllen konnte. Hier, diesen Fels in der Brandung, sage ich jetzt einmal dazu, zu haben und zu wissen, das gibt Sicherheit und Zuversicht. Man spricht ja nicht immer positiv über das Amt des Bundespräsidenten, da es wenig politische Funktion hat, da es mehr repräsentativ als funktionell ist. Aber auch dieses Repräsentative, dieses ein Symbol sein, ist für eine Demokratie wie Österreich oder Deutschland, finde ich, sehr wichtig. Wenn wir jetzt hier auch den Vergleich ziehen wollen zwischen dem deutschen und zwischen dem österreichischen Bundespräsidenten, so sieht man doch, dass das Amt eine große Gewichtung hat und dass viele Menschen, viele Politiker, viele Menschen in der Gesellschaft, viele Medien, Journalisten ein Auge auf dieses Amt haben und genau beobachten, was gesagt wird und wie gehandelt wird. Und in diese Richtung eine politisch neutrale Person, ein politisch neutrales Amt zu haben, das über den Dingen steht und dafür sorgt, dass nicht nur die Verfassung gewahrt wird, sondern auch das Konstrukt auf einer sachlichen und gesellschaftlich akzeptierten Ebene zusammengehalten wird, ist, finde ich, eine sehr große Macht, eine sehr große Verantwortung im Amt des Bundespräsidenten. Deswegen sehe ich es als unbedingt notwendig, dieses Amt zu haben. Ich hoffe, es bleibt den Nationen noch sehr lange bestehen, auch wenn es sich nur unter Anführungszeichen um ein repräsentatives Amt handelt. Kommen wir zurück zu Alexander Van der Bellen als Person, die ja schon in einem eher fortgeschrittenen Alter ist, aber auch ein fortgeschrittenes Alter oder gerade ein fortgeschrittenes Alter für meine Punkte, die ich angesprochen habe, einstehen kann und sprechen kann durch die Lebenserfahrung, durch die politischen Erfahrungen, die gemacht wurden, durch den Wandel des Charakters über die Jahre hinweg, kann es ein absolut notwendiges, sinnvolles und konstruktives Regulativ sein. Und dieses Regulativ, dieses Zusammenhalten der politischen Gesellschaft und Struktur hat gerade Alexander Van der Bellen mehr als so manche seiner Vorgänger geleistet. Natürlich auch dadurch, dass wir in den letzten Jahren mehr Krisen zu bewältigen hatten als in den Jahren davor. Sicher sei hier auch die Finanzkrise 2008, 2009 erwähnt, aber die Schlaganzahl, wo eine Gesellschaft, eine politische Struktur sich solchen Krisen stellen muss, in den letzten Jahren definitiv zugenommen hat. Bin ich gespannt, wie die politischen und gesellschaftlichen Reaktionen auf die erneute Kandidatur von Alexander Van der Bellen ausfallen wird. Und für mich wird das sicher noch das eine oder andere Video hier auf diesem Kanal bedeuten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.